Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Beyond Two Souls. Gerade richtig spannend. Nee, bleib da in Tarnung. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Okay, ich muss da wohl weiter. Das sind so viele Leute, da kannst du jetzt nicht einfach hingehen und jemanden erschießen. Okay, die sind zu zweit. Da werden wir doch niemals durchkommen, oder? Kann ich da nicht irgendwas da hinten umwerfen oder so? Okay, da hinten. Jetzt nicht weiter. Anstrengend. Ich kann halt auch nicht in die andere Richtung. Ich bin da in einer Scheißposition. Ich wollte es nur mal erläutern. Kann ich sonst irgendwann? Ich kann jetzt eigentlich nur nach da vorne. Und schauen, was die da treiben. Kann ich nach da abhauen? Ich glaube es kaum. Doch, ich könnte hinter diese Kiste da vielleicht abhauen. Was mache ich da? So oder so wird das scheiße, was ich gerade mache. Also die zwei Vollidioten. Ich bin da. Und schauen sich immer wieder um. Aber wie schnell die halt auch auf mich schießen können, das ist halt... Also ich finde zwar meine Position gerade nicht so sonderlich sicher. Da kann man... sowas ist eine richtig scheiß Situation. Ah, ich glaube, ich hätte einen Tod verhindern können. Nein, der ist jetzt wieder zu weit weg, dieser komische Massenmörder da. Schauen wir mal, wo die hin sind. Die stehen da hinten jetzt. Kann auch halt nicht. Also ich habe halt auch mit einem so ein richtig begrenztes Feld. Go. Ich habe halt Angst, dass da die einfach sich da umdrehen und auf mich schießen. Aber okay, die sind gar nicht mehr so in Sichtweite. Okay, ich möchte erstmal mit Aiden schauen, ob ich da. Die Kathedrale. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Ziemlich von da wahrscheinlich. Sie waren hier. Alter, du rennst einfach in so ein Haus, ohne wirklich in Deckung zu sein. Etwas, das mir sagt, wo sie sind. Sieht aus, wie es wäre es in Afghanistan. Ja, also wenn die Amis da auch mitmischen, würde ich sogar sagen, das könnte sogar so Richtung Afghanistan sein. Also natürlich ist es ja alles fiktiv und so. Ist nur ein Game, ja. Da liegt auch irgendein Erschossener rum.
Okay, da gab es einen Schusswechsel. Ja, klebt ein bisschen Blut dran, aber vor allem die Jodie, was sie alles durchmachen muss. Ja, natürlich wurde sie jetzt fürs Campen ausgebildet, aber trotzdem. Schon ein bisschen recht krass. Okay, neuer Standort da bei den Fernsehturm. Ach, darf ich jetzt wieder durch die ganze Stadt rennen? Schön. Ach, noch eine Leiche. Wie schön, was man hier nicht alles findet. Jemand meinen Job gemacht. Noch irgendwas, was wir uns hier unbedingt anschauen sollten? Sieht Aiden noch irgendwas leuchten? Nee, ich glaube nicht. Okay, also es war ein Anker und dann sind die alle verschwunden zu den Fernsehturm. Okay. Super, jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Oder wo genau müssen wir hin? Da ist die Kathedrale. Ich sehe halt diesen Fernsehturm auch nirgends von hier aus. Ich weiß es nicht, müssen wir vielleicht doch in die Richtung? Ein bisschen aus wie bei Zelda Ocarina of Time, die Kathedrale der Zeit läuft. Okay, ich glaube, ich muss wirklich wieder zurück in die andere Richtung. Oder nach da hinten. Oh. Hey, was schaut sie? Ich soll da hoch oder was? Also gerade leide ich ein bisschen unter Orientierungsproblem. Was ist da irgendwie? Okay, da kann ich nicht mal rausgehen. Okay. Ich höre irgendwas stöhnen. Ich würde etwas sehr laut stöhnen sogar. Okay, jetzt ist die Frage, was ist das? Um Kind. Ich will dir nur helfen.
Paradies. Oh. Er hat viel Blut verloren. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Okay, wir heilen ihn mal kurz. What the fuck? Also ich verstehe kein Wort. Ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody. Jody? Ja, ja, Jody. Jody, Jody. Ich glaube, wir kriegen es, Aisha. Achtarisst du? Gott, der Kuhne muss Salaha. Oh, ich hoffe, den Jungen passiert nichts. Okay, ich muss in diesen LB. Ja, B. Nein, ich brauch dich jetzt! Wo soll ich denn hin mit ihm? Okay. Okay, wir müssen näher ran. Okay, da hinten steht jemand. Wir kriegen das hin. Ich will nicht, dass der Junge stirbt oder halt auch Jody, wäre auch scheiße. Okay, komm, wir bringen den schon um. Kriegen wir doch alles hin. Okay, ich höre da nur wildes Geschieße. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch da hinten und den Typi hier übernehmen. Und dann seinen Kumpel erschießen und sich selbst. Okay. Komm, wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommt. Alter. Okay, Action-Kommando-Zeit. Oh, nochmal. Oh, noch oben. Noch da. Ach, aber Jody. Ah, ah. Oh Gott. Oh, es wird hell. Ist okay. Schon okay. Mir geht's gut. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder Salim? Die Sonne geht auf. Jetzt wird es schwer, hier nicht im Blick zu werden. Der Turm. Der Turm ist da drüben. Okay. La Burj El Shabab. Da muss ich jetzt hin. Astatia ist Abukin Chichi. Et Tali, et Baini. Okay. Was hab ich zu verlieren? Oh nein, ich werde schon wieder geballert. Ist es da vorne ein Panzer? Der Helder ist wirklich ein Panzer. Hier schauen, ob irgendwas ist. Nicht, dass wir hier ein bisschen Scheiße bauen. Data-Testing. Mag kein Geballer. Ja.
Ich mag friedliche Spiele, wo ich auf einem Bauernhof stehe und nichts passiert. Wo höchstens mal meine Ernte eingeht, weil ich sie vergesse zu gießen. Oder eine Kuh krank wird. Ich muss da immer so ein bisschen... Oh. Da oben steht ein Sniper. Okay, wir machen kurz einen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Hier bei Beyond Two Souls. Bis dahin, bye.